Ein kleines Dorf in der afrikanischen Savanne soll wirtschaftlich gestärkt werden. Ziel ist es, durch eine autark laufende Straußenfarm den Einwohnern langfristig eine finanziell gesicherte Zukunft zu bieten. Der Grundstein wurde bereits gelegt, bevor du hinzugezogen wurdest. Sorge dafür, dass die Strauße glücklich sind und Eier legen. Dadurch können weitere Strauße gezüchtet werden und durch den Verkauf der Eier oder Jungtiere wird der Wohlstand des Dorfes wachsen. Zur erfolgreichen Zucht wirst du auch ein Gewächshaus benötigen. Was heißt das? Ach Gott. Wo ich das gespielt habe, hat wirklich lange gedauert, weil, wie ihr seht, ich brauche so viel Kohle. Erreicht ein Kontostand von 28.000, 14.500, 17 Straußen. Haltet 7 Straußen heran und erreicht den Gewächshaus. Sau lange gebraucht. Von den ganz vielen, also es sind noch ein paar Missionen anders, aber das ist erstmal die Hauptmission, wo man erst war, oh Gott, hat das lange gedauert. Weil bis ich das rausgekriegt habe, wie ich Kohle krieg, hat es am Anfang sau viel gedauert, also so 28.000, so hä, ich krieg immer minus, minus, minus und hab da auch für minus 200.000 hatte ich dann gehabt, oft noch geschafft, das war stundenlang Arbeit.
schon lange nicht so scheiße zu sehen. Grünfutter rein. Ja, zu futtern haben. Aber wenn man hier auf den Strauß geht, wenn hier auf die Information geht, Laufen, Bodenhärte, Temperatur, Höchstalter, Herdengröße, Partnerpflege, Tragzeit, Grünfutter, Wasser und Laufen brauchen. So. Das heißt, wenn die mal müssen, das sind so viele, ist egal, Strauß wachsen, verkaufen, fertig, die Sache ist gegessen. Züchte 10 Strauße. Das muss man eigentlich mehr machen. Sehr viele Zauber draußen. Jetzt muss ich warten, bis die brüten. Wenn ich auf hier gehe, jetzt auf Information gehe. Partnerpflege, mir geht's prima. Trinkwasser, Bewegung, Flachland. Das ist alles, was er hat. Ei. Wenn es ausschlüpft, dann kann man gleich verkaufen. Halt. Weil der erst so ein Zucht ist und dann muss das den Strauße klingen, kühlen und Trinkwasser und so bauen. Also, man kann es ja auch so machen, man kann auch den Strauße wieder Tiertrainer machen und Tiertrainer kann. Könnte man eigentlich da 10 trainieren, das würde dann sau viel Kohle bringen, aber erlaubt das Spiel nicht. Schade eigentlich. Also wenn ich so ein Ding hatte, dann würde es mir gut gehen, nicht so gesund. Da kann man, und dann kriegst du halt dreimal so viel Geld mehr. Also du würdest den Ertrag noch mehr steigern, anstatt dir die ganze Scheiße erstmal die Strauße zu züchten und zu kaufen. Wir müssen eigentlich nur die Stadt oder das Dorfchen einfach retten und sagen, ey komm. Oh, und ein bisschen die Entwicklung zu helfen. Die Straußeneier verkaufen und so. Das sind laufende Kosten, weil du willst ja Grünfutter haben. Cent, 5 Besucher. Halte 7 Strauße, 22 Strauße. Und geht's prima, Strauße. Alter, Aktivität. Prima, Alter, Jahre. Ausschlüpfen 29 Tage, Rabatt 28 Tage. Natürlich. Das sind 3 Strauße, einmal ein. Meine Wiese. Zwei in der Hege, das einfach weiblich war, wenn dieses paaren würde. Weil hier sind eigentlich. Was total ist, dann holt man den paar Strauß, männliche Strauß einfach zum Paar her. Und wenn die paaren möchten, dann poppeln die zusammen. Dann gibt es beide Eier. Nur natürlich muss es dann wieder. Artgenossen in meiner Nähe. Das passiert dann, wenn sich dann einfach einmischen. Aber 100%. Natürlich kannst du es irgendwie quetschen. Das geht nicht. Aber wenn sie paaren sich wollen, dann ist es einen Moment. 26.000. Also, natürlich, wenn ich die Eier verkaufen würde, dann würde ich sagen, mal, wir merken uns mal. Ein Ei hat einen Verkaufswert von 500. Wenn es ausschlüpft, werden wir sehen, was ein Verkaufswert hatte. Und erledigt. So, wir machen mal hier einfach mal höher.
nehmen wir auch nicht, weil die kann man beides gleich verwenden. Weißt du, jetzt ist total das Gehege viel, viel, viel größer. Man wird hier erwartet. Ausgeschlüpft. Wir sehen, ob wir so Bayer-Ei schon verkaufen, oder? Jetzt werden wir sehen, wenn es... Ah, der FPS hat sich bei mir kurz auf 2 verabschiedet, jetzt wieder auf 6. Keine Ahnung, warum ich so niedrigen FPS habe. 2, 1, 5. Mal wieder aufpöppeln, dann werden wir ja sehen, dass wir haben 99%, ja klar. So, und dann werden wir gucken, ob wir nur das Ei verkaufen können oder auch das Ganze, wie viel das Geld bringt in Wirklichkeit plus, weil... Ich brauche ja nicht keine Tieraufruhr. In der 96. Ausgeschlüpft, ausgeschlüpft. Bester Handwerker. Juhu. Also, 10 Strauße habe ich schon diesmal gezüchtet. Keine Art Genossen. Ne? Also. Ne, also eigentlich nicht. Also können wir die gleich verkaufen. Ja. Weg. Wenn sie Ei gelegt haben, gleich verkaufen. Ist auch echt gegangen. Nach 500 ist es wieder was Ordentliches. Mal für so einen Erwachsenen drauf, wenn man ihn hochzüchtet. Auf 500. Also die Arbeit lohnt sich nicht. Also Ei verkaufen, Ei verkaufen. So, das bringt ja einfach zu viel Aufruhr. Schlecht ist. Zack. Sind wir wieder zufrieden.